Oh shit. Warum schlafen die alle? Weil es so im Drehbuch steht. Ich weiß. Wecken die mal nicht. Da kann man ausprobieren. Auf der letzten Eins im Kopf gehabt, natürlich kann ich irgendwie lautlos killen. Aber selbst wenn wir den einen killen, dann haben wir 15 andere. Da ist noch Kamille. Und hier ist irgendwo Honig, ich hör's. Honig, wo bist du? Ich lebe dir. Das ist eine Gas, Ken. Egal, jetzt geht's weiter. Wir müssen unser Ziel erreichen. Wir gammeln schon viel zu lange hier rum. Cool, dass zufällig hier so Dinger irgendwo rumhängen. Einfach irgendwo so Dinger an der Wand hier schlagen. Keine Ahnung, ob es sowas wirklich gibt. Oh, Forest Area. Please don't disturb. The local wildlife. Okay. Und wenn das Wildlife mich mein Gehirn essen will, kann ich es dann bitte töten? Oder? Wie habe ich das jetzt zu. Das erinnert mich, die Stimmung erinnert mich ganz stark an, wie heißt das? The Lone Dark. Die Stimmung erinnert mich ganz stark daran. Finde ich gut. Oh, wie gut ist das? Wie eine Postkarte hier, Mann. Unglaublich gut. Ja gut, Screenshot. Aber jetzt geht's weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen zum Funkturm. Ganz wichtig. Wir haben auch nichts übersehen. Ich shifte mal nicht jetzt permanent. Ich glaube, die Ausdauer hat viel mit Schlagen zu tun. Wie auch bei Teil 1, logischerweise. Und wir brauchen die Ausdauer dann, um uns zu verteidigen. Deswegen versuche ich nicht so viel zu shiften, aber auch nicht zu wenig. So, mal zwischendurch mal und so. Und Tomb Raider-mäßig durch das Ding gequetscht. Zombie. Kann ich den da runterkicken, sag mal? Und tschüss! Hallo, Mombi. Ich glaube, der hat sich das Genick gebrochen. Die Frage, ob ein Zombie ist ja tot eigentlich. Zombie ist ja tot. Oder? Das. Ich weiß nicht, ich würde sagen, Zombie ist tot. Wir hatten vorhin schon die Diskussion. Ist ein Zombie. Also, was passiert, wenn ein normaler Mensch ein Zombie ist? Oh, shit. Wird er dann auch direkt zum Zombie, wenn er den Zombie ist? Dann wird er eingeworfen. Na gut, wenn er eine Kuh ist, dann wirst du auch nicht zur Kuh. Stimmt. Parkour-Fertigkeiten plus 1. Mit U kann man den Fertigkeitenbaum aufrufen. Wir unterhalten uns gleich nochmal weiter und über dieses Zombie-Thema. Das wird wahrscheinlich noch öfters zur Sprache kommen. Da habe ich so einige Fragen. Sie haben den Rang Ihrer Parkour-Fähigkeit erhöht und den ersten Parkour-Fähigkeiten-Punkt verdient. Können ihn jetzt dazu benutzen, Ihre erste Parkour-Fähigkeit freizuschalten. Danke. Bestätigen wir natürlich. Erlaubt es Ihnen, höhere Sprünge zu erreichen, wenn Sie beim Springen Leertaste gedrückt halten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol der Fertigkeit, um die Beschreibung und die Anforderungen zu lesen. Bla bla, das kennen wir ja. Okay. Mal. So, da kriegt man sogar ein kleines Video noch dazu, das ist auch cool. Wo war das schon so bei Division? War das auch so? Fand ich gut. Dann sieht man gleich, was man damit erreichen kann. Ja gut. Wir können eh kein anderes lernen im Moment. Also nehmen wir das. Kaufen, lang gedrückt halten. Yeah. Als nächstes ist Aktivladung.
Verringert den Sturzschaden und Schwung bleibt erhalten. Fester Griff. Okay, kannst du selbst, wenn du keine Ausdauer mehr hast, noch greifen. Alles klar. Cool, ihr habt einiges zum Skillen. Hier gibt es auch einiges zum Skillen. Super gut. Finde ich nice. Na, fast fertig. Wir müssen uns beeilen, vor allem so der Nacht. Okay. Schon dunkel. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Na, was Besseres werde ich nicht finden. Nee. Wieder aktualisiert. Suchen Sie nach einem sicheren Nacht. Scheint es eine Hindernis zu geben. Honig. Vielleicht können wir hier hochklettern. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Ich denke, wir brauchen erst ein Nachtlager. Was ist denn los mit dir? Oh, Fußtapfen. Fußtapfen. Oh, die Geräusche überall. Ich glaube, es ist laut hier noch für euch. Gut, probieren wir's. Nee, warte. Abbrechen ist nicht. Kann ich's abbrechen? Ja, Mist. Vermute, das war natürlich jetzt doof. Ja, die Fußstapfen jetzt nicht mehr. Ja, das hat auch nicht funktioniert. Siehst du? Alles gut, das ist sicher. Safety first, was liegt hier? Oh, ein Hackmesser. Abgewetztes Hackmesser. 13 Schaden. Unser Schlagstock macht zwar 18 Schaden, aber ich glaube, das Hackmesser schneidet bestimmt. Okay, wir haben nur 4 Waffenslots. Wie kriege ich das jetzt auf den Waffenslot gelegt? Ablegen. Entfernen. Achso, hier drüben sind die Waffenslots, alles klar. Das ist ein bisschen besser als in der Dingsversion. Ah, das finde ich gut. Sehen wir mal so. Monster irgendwas? Was steht da? Bereichseingang. Das ist eine Safe Zone. Sicherlich. Suchen Sie ein sicheres Nachtlager. Noch den Müll durchsuchen. Und dann kann man hier durchgehen. Das ist sie. Die Sendestation. Ich muss den Generator anschmeißen. Aha. Halten Sie das Stromgebäude an. Ach, nichts. Ich muss es an den Strom anschließen. Hier ist auf jeden Fall ein Nachtlager. Ich denke mal, hier können wir dann auf unser Zeug zugreifen. Auf unser Vorbesteller-Bonus hier Döningens. Den würde ich mir schon gerne angönnen dann. Thank you.
So, da ist der Generator. Generator. Was zum... Was zum Teufel ist das? Kann nichts machen. Okay, Kampfgrundlagen. Einige Gegner nutzen Kraftangriffe, um massive Schaden zu verursachen. Wenn ein Gegner einen Kraftangriff vorbereitet, blinkt seine Gesundheitsleiste rot. Sie können ausweichen, um einen Treffer zu vermeiden. Drücken Sie Ausweichen. Drücken Sie zum Ausweichen die Leertaste, während Sie sich rückwärts oder bei oder beliebige Richtung seitwärts bewegen. Das kennen wir noch von Ausweichen kennen wir noch. Befreien Sie das Gebiet von Infizierten. Okay, wir kriegen das hin. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, wir können das Ding irgendwie verwenden. Oh, das war schwierig. Waffe ist fast zerstört. So, der neue. Mach mal. Der Verpusteln hat der Typ. Mach mal so. Ja, ist besser. So, suchen wir den Kram. Das war knapp jetzt. Weil ich bin noch ein bisschen unsicher. Ich komme zwar jetzt quasi direkt von Dying Light. Also, ich habe schon mal jetzt Dying Light 1 die letzten Tage gespielt. Aber irgendwie bin ich gerade unsicher, was dieses Kampfsystem angeht. Im Moment geht es ganz gut. Wir haben die alle besiegt, die waren aber alle Level 1, laut Anzeige. So. Endlich haben sie die ganze Zeit im Fitnessstudio mal gelohnt. So, Generator. Na, bring an. Naja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist, dass Zombies, dass es gut ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist, was wir machen. Wir nehmen alles mit. Können das dann zerlegen, was wir nicht brauchen, denke ich mal. Nehmen wir noch das Vieh. Armbanduhr. Infizierte Trophäe selten. Das ist scheinbar, wird das jetzt zur Safe Zone, denke ich mal. Finden wir das mal raus. Da ist noch ein Schrank. Ein Döschen, ein bisschen Geld und so weiter und so fort. Ja gut. Jetzt rennen wir mal ganz fix hier hoch. Tür auf. Der Ausgang, die Tür. Tür ist da nur. Thank you.
Das Szenario finde ich ja mal richtig gut so an sich. Ja, dass jetzt die ganze Welt quasi jetzt von dem Virus befallen ist. Das war zu erwarten irgendwie. Von Dying Light, also dass es auf die Stadt gemünzt bleibt. Das war mir gleich klar, dass es nicht passiert. Und dass es aber jetzt so geworden ist, so mittelalterlich, ist natürlich richtig geil. Irgendwie. Sicherheitszone. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet, damit ihr Netzwerk an Wiederherstellungspunkt erweitert. Damit als Sicherheitszone sind UV-Lampe ausgestattet, wodurch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Zudem bieten die jede Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz und das Symbol dafür, und dem sie den Tag- und Nachtphase wechseln können, und zu Aidens Versteck, an dem sie ihre überzähligen Gegenstände lagern können. Also das können wir ja von Dying Light 1 noch. Das ist natürlich sehr schön. Und das habe ich mir erhofft, ehrlich gesagt, auch ein bisschen. Und eine Taschenlampe haben wir immer noch nicht. Leider. So, Spielerversteck. Extra. Oh. Nachladeaxt. Kämpfen bis zum Tod oder ihren Gegner. Vorbestellerbonus. Schadensbonus plus 7%. Nachlademachete. Seltene einhändige Machete. Kämpfen Sie Vorbestellerbonus. Schadens volle Gesundheit. Das wäre natürlich. Okay, Outfits. Gleitschirm. Einlösen. Jawohl. Warum habe ich da so eine Uhr da vor? Ne, würde ich nicht ablegen. Inventar. Inventory. Alles noch ein bisschen anders als bei Dings, ne? Muss mal kurz gucken, wie was funktioniert. Mal kurz ins Inventar, mein eigenes Inventar. Bruststück. Kann ich das ganze Outfit wechseln jetzt hier? Hier sind alles Hinweise, das lässt mir nicht alles durch. Das dauert mir jetzt auch dann zu lange. Ich würde gerne ganz kurz mich noch um die Klamotten kümmern und dann würde ich so langsam Schluss machen. Es ist gleich um 3. Ich muss hier noch ein bisschen was anderes jetzt zu tun gleich. Wir werden dann morgen dann direkt weitermachen, logischerweise. Die Waffe nehme ich mal hier raus, die behalte ich mal. Wie komme ich an die Klamotten? Weiß nicht, wie ich das Ding ausrüsten soll, verstehe ich nicht. Da läuft so eine Zeit da bei dem Dings. Ich weiß nicht. Oh, 2100 haben wir schon von den Dings. Was ist das? Ist alles noch ein bisschen durcheinander jetzt. So, dann pennen wir mal schnell. Und gucken mal, ob wir mit dem sprechen können. Und ich denke mal, das markiert das Ende von dem Tutorial Gedönigens. Muss ich mich erstmal drum kümmern, wie das ist mit dem Vorbestellerzeug bei eigen. Oh, jetzt habe ich es an. Sehr gut. Reload Outfit, so möchte ich es gerne haben. Sehr gut. Da können wir die. Aber warte mal, die Klamotten sind ja nicht beeinflusst davon, ne? Wie hat er gesagt? Ein Rucksack. Siegerprämie. Weiß ich noch nicht. Schauen wir uns dann an. Schauen wir uns dann in Ruhe an. So, jetzt hier mal kurz pennen. Warten bis zum Tagesanbruch. Weil wir müssen mich später mit dem dann reden. Mit dem
Typen, von dem wir den Namen nicht kennen. Ich nenne ihn mal einfach Gunther. Und wir suchen den Mr. Waltz. Aiden! Aiden, Baby! Hauen wir jetzt ab? Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Aiden! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot? Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Shh. Alles wird gut. Wartet hier. Das wird doch nichts. Dabei. Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge. Die lassen uns bald gehen. Aiden, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Ich weiß. Was ich sage. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Dr. Waltz, wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Feuer! Feuer im Labor! Ah, was für ein Traum. Ah, mein ganzer Kopf tut weh. Hat er mir da gespritzt, dieser Schwarz. Schwarz. Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Wir erinnern uns, es war 140-200. Hey, Günther, bist du da? Nee, Günther. Hier, Aiden. Ich bin auf Frequenz 140,200 Megahertz. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Waltz, Pilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden. Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist, zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns.
Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris, dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Aiden. So, bis später, Aiden. Und bis später, Aiden, ist gutes Dings für uns. Wir haben jetzt hier eine... Ich hoffe, der hat gespeichert. Hat er jetzt gespeichert hier? Weiß ich gar nicht. Gut, wir haben jetzt hier eine gute Stelle. Wir sind jetzt aus der Story... wir sind am Scheidepunkt an der Story-Questline. Und die Musik macht es mir sehr einfach. Und ich wollte jetzt sagen, wir machen jetzt Schluss für heute. Es ist um 3 Uhr nachts am 4.2. Wir haben jetzt... eine Stunde ungefähr gespielt. Die erste Stunde haben wir durchgezogen. Wir machen morgen so schnell ich kann, machen wir morgen weiter. Ich will jetzt nur noch ein paar Sachen. Ich muss noch schneiden, rendern, bla bla bla. Ganze Gedönigens. Damit ich dann am Start bin. Ja, gut. Damit danke ich mich jetzt erstmal bei den YouTube-Leuten fürs Zusehen. Und ich weiß, dass unsere Reise länger dauern wird. Und wir werden uns ganz bald wiedersehen. Wahrscheinlich schon gleich in der nächsten Folge. Oder dann morgen in der nächsten Folge. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder mit Aiden und mit Dying Light 2. Appreciate all that is vacant.